Hallo und herzlich willkommen zur Kinderbibliothek. Mein Name ist Wenke Bönig. Ich möchte Ihnen heute dieses Kinderbuch Prinzessin Blubberbauch von Fritzi Bender vorstellen. Es ist 2013 im Bobo Verlag erschienen. Wird für Kinder so ab 4, 5, 6 Jahre empfohlen. Umfasst 126 Seiten, Hardcover-Ausgabe und kostet 14,50 Euro. Die Illustration hat Sabine Sauter, genannt Illubine, geschaffen. Und um was geht es in diesem Buch? Wir haben hier Prinzessin Blubberbauch. Das ist die Tochter von dem König Borger und der Königin Pomisse, die im Allersleckerland wohnen. Dort, Allersleckerland gehört zu einer Welt, zu der noch 3 bzw. 4 andere Länder gehören: Obst- und Gemüseland, Eierland und Vollkornland. Und in der Mitte, wenn sich die Länder treffen, dann gibt es nochmal ein eigenes Land, das heißt Vierländerland. Und in dem Allersleckerland gibt es nur leckere Sachen zu essen, die Kinder gerne mögen, also Pommes, Burger, Limonade, Cola fließt da Flüsse lang. Ja, und als Prinzessin Blubberbauch geboren wird, merken die Eltern und das ganze Land recht schnell, dass Prinzessin Blubberbauch Probleme hat mit dem Essen im Allesleckerland. Sie muss immer ganz fürchterlich pupsen. Am Anfang finden sie das alles noch niedlich, aber je größer sie wird, desto lauter und stinkiger werden die Pupse und Prinzessin Blubberbauch quält sich damit sehr. Und nun ist die Frage, wie können die Eltern und das Land der Prinzessin Blubberbauch bei ihrem Leiden helfen? Und da gibt es zum Beispiel den Erfinder Herr Schlaumeier, so ist's leichter, der Ohrenstöpsel erfindet oder eine Pupsmaschine, die die Pupse in wohlriechende Düfte umwandeln soll. Das sind aber alles Erfindungen, die zwar die Symptome erleichtern, nicht immer unbedingt für Prinzessin Blubberbauch, sondern auch für die Bewohner des Landes, die dann an den Pupsen der Prinzessin sehr leiden, aber nicht sozusagen die Ursache bekämpfen. Und dann aus dem Vierländereck hört dann der Herr Doktor, was vertrag ich nicht, von dem Leiden, und er kennt sich mit solchen Problemen aus und macht sich auf die Reise ins Allersleckerland mit seiner Frau, und die versuchen dann der Prinzessin Blubberbauch zu helfen. Wie Sie schon am Inhalt merken, geht es hier in diesem Kinderbuch, was als Märchen geschrieben ist, als ein modernes Märchen geschrieben ist, um Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Ein Thema, das schon recht aktuell ist, es immer wieder Kinder betrifft, und Fritzi Bender hat dieses Thema wunderbar in dieser Geschichte aufgenommen. Sie erzählt das alles als ein Märchen, sehr humorvoll, mit sehr viel Optimismus und auch Fröhlichkeit, ohne jetzt die Probleme irgendwie zu verschweigen. Also sie benennen ganz genau das Leiden von der Prinzessin Blubberbauch und auch von den anderen. Und sie weist auch, was sozusagen die Ursachen sind darauf hin und auf die Lösungen. Und vor allem meine Lösung ist sie nicht so absolut, sondern lässt auch Ausnahmen zu, was den Kindern gefallen wird. Es ist ein wunderbar geschriebenes Buch, also gut, an manchen Stellen mag es vielleicht ein bisschen langatmig sein, aber insgesamt, vor allem weil sie die Märchenform gewählt hat, ist das Thema sehr gut für die Kinder verarbeitet. Und sie werden sofort verstehen, wo das Problem für Prinzessin Blubberbauch ist und wie man ihr helfen kann. Und das ist ein wichtiger Schritt, wenn die Kinder selber betroffen sind, sich damit identifizieren zu können und für sich selber auch da Hilfe zu bekommen. Oder auch, wenn es Geschwister von Betroffenen sind oder andere, die sie kennen, Verständnis dafür zu bekommen. Ja, und ansonsten ist es einfach auch eine schön erzählte Geschichte.
Ich lese mal ein Stück vor. Und zwar hier am Anfang: Das Allersleckersland. Es waren einmal ein König und eine Königin. Sie wohnten in einem riesigen Palast. Sie hießen König Bürger und Königin Pumisse. Sie hatten diese besonderen Namen, weil sie das große Allersleckerland regierten. In diesem Land wuchsen nämlich saftige Pommes und deftige Hamburger an den Bäumen. Auf den Feldern gediehen farbenfrohe Lollis, Bonbons und Zuckerstangen. Es gab große Seen, gefüllt mit flüssiger Schokolade und große Sümpfe aus Nougat. In den Flüssen, die durch das leckere Land flossen, sprudelten Cola und Limonade, die in kleinen Spezibäche mündeten und lustig vor sich hin schwippschwappten. Die Blumen auf den Wiesen waren bunt verzierte Kekse, und wenn man ein Picknick auf der Wiese machen wollte, brauchte man sich nur einen appetitlichen Keks zu pflücken. Es war ein reiches Land und fruchtbares Land, und nie musste das Volk des Königs und der Königin je Hunger leiden, denn ein jeder konnte in seinem Garten die gut schmeckenden Lebensmittel selber anbauen. So waren die Bürger des Landes alle glücklich und sehr wohlgenährt. Also Fritzi Bender hat auch eine sehr gute beschreibende Art hier. Also man kann sich gut vorstellen, wie das Allersleckersland ausschaut. Und ihr Humor äußert sich natürlich in den zum Beispiel auch in den Namen. Also hier, der Erfinder nennt sie immer Herr Schlaumeier, so ist leichter. Oder die Frau Doktor und der Herr Doktor, was vertrag ich nicht, werden sie genannt. Dazu kommen noch diese sehr schönen, ein bisschen comichaften, farbigen Illustrationen von Illubine, die ab und zu den Text hier auflockern. Die Schriftgrad ist recht groß gewählt, was das Vorlesen sehr einfach macht. Auch diese farbigen Seiten bieten schöne Abwechslung. Also insgesamt wirklich ein sehr gutes Buch, was ich gerne empfehle, vor allem zu dem Thema. Es ist sehr gut gemacht, deswegen 5 von 5 Sternen. Wie immer finden Sie in der Infobox alle Informationen zum Buch und den Link zur ausführlichen Rezension in meinem Blog. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß mit Prinzessin Blubberbauch von Fritzi Bender oder mit irgendeinem anderen Kinder- oder Jugendbuch. Bis zum nächsten Mal, Ihre Wenke König.